Oh, Scheiße. Wieder so voll die gesoffen die Nacht. Oh, mein Schädel. Oh. Hätte mir den Korken nicht noch entpfeifen sollen. Boah. Erstmal strecken gleich. Oh. Und die Kamera nicht vergessen. Scheißding. Ja, damit herzlich willkommen zu einem Let's Play. Besser gesagt, zu einer neuen Aufnahme, dein Let's Play haben wir ja schon gemacht. Und deshalb so lustvoll, weil ich hab schon das dritte Mal eine verkackte Aufnahme. Eben gerade habe ich genau hier angefangen. Da kriegt einen Anruf. Natürlich war mein Handy auf laut, das hat man natürlich gehört. Da konnte ich rangehen, telefonieren. Na klar, immer wenn du was zu tun hast, dann rufen sie dich an. Aber wenn du nichts zu tun hast, dann melden die sich 3 Jahre nicht. So. Rest in peace. Wir benutzen unsere wundervolle Kamera und bekommen eine Notiz. Die Notiz war auf Taste, keine Ahnung, N? Ah, Vater Martin Zell. Ach so, noch ganz kurz, vorneweg. Die Aufnahme, also wo wir letztes Mal aufgehört haben, da standen wir bei diesem komischen Fernsehzimmer, wo die Bekloppten da saßen. Nix gegen bekloppt, aber die waren bestimmt wirklich bekloppt. Und, ja. Wie gesagt, eine verkackte Aufnahme. Ich konnte den Spielstand leider Gottes von bis dahin nicht zurücksetzen. Und zwar war bei der letzten Aufnahme mein Mikrofon total übersteuert. Wenn ich immer so dicht rangehe, so jetzt gerade. Und dann übersteuert das Mikrofon natürlich total. Und das ist nicht so toll für die Ohren. Darum habe ich das gelöscht. Und dann ich Vollidiot hätte nachsynchronisieren können. Aber nein! Ja. Naja, egal. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge? Für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernige hat mit dem zu tun, was schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe im Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ja, es ist jetzt noch nicht so spät. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen besser lesen kann. Na komm mal her, dich krieg doch. Hä? Ganz cooler. So, können wir die Zelle öffnen? Zu. Gott sei Dank. Okay. Und hier sind ein paar Bekloppte. Hier haben sie, also... Sie hatten Hunger. Na, mit unserer schönen 3D-Kamera. Och, und da wurde sich ja in der ersten Folge aufgeregt, dass ich rotlich gesagt habe. Oh Gott. Was für ein Drama. Hallo? Hier bin ich. Ja, Leute, nicht so viel rauchen. Digga, schön, dass sie den Cymex oder mal mit ihm gebunden haben. Der wird sich bestimmt freuen. Ja, und sorry, wenn das manchmal ein bisschen ruckelt. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt so. Tut mir leid. Er hat gesagt, er soll dir nichts tun. Hat er gesagt, wenn er die Katze aus dem... Wenn die Katze aus dem Haus ist? Holst du dir gerade den runter? Ich sag nichts. So. Who's this? Wer ist das? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Ich würde ihn gerne töten. Ich würde euch auch gerne töten und da geht's nachher noch lang. Follow. What? Gott. All. Folge dem Blut. Aha. Und dann irgendwann mit Gott seine Wege. Ich hoffe, die tun uns auch nichts. Ich habe jetzt keine Lust auf eine Verfolgungsjagd. Sie sehen aus, als hätten sie ein Gespenst gesehen.
Ey, werd mal nicht aggressiv, junge Freundchen. Ich kann mal aggro werden, ja? Hast du mich da verstanden? Ich klatsche gleich inne mit deiner höhenlosen Kackfresse, die aussieht, als wärst du mit dem Kopf 3 Jahre lang dir mit einer Gurkenschneide-Dingens-Bummens geschnitten hast. Du hässlicher Volltrottel, du hast einen Unfall gehabt oder was? Deine Eltern sind Geschwister. Alles? Nix gegen die, deren Eltern Geschwister sind. Science, it's not. They were waiting for us. Also, eins steht schon mal fest, es ist schon mal keine Heilanstalt. Wer hätte es gedacht? Es ist ein, Nein, hier geht's rein. Hier werden menschliche Versuche gemacht. Wir machen mal das Rotlicht wieder an. Es ist das Infrarotlicht. Infrarotlicht, bin ich bescheuert. Es ist das Nachtsicht. Hast du Kopfschmerzen, aber zu viel gesoffen, wa? Hier können wir auch runtergehen, oder? Mal ganz kurz. Oh nein! Wenn wir hier schon rein können und uns verstecken können, ne? Na denn. Habe ich schon wieder ein ganz schlechtes Gefühl. Na? Wem haben wir denn mit der Wissenschaft verärgert? Alter! Alter! Bist du behindert? Alter, ich hab mich gerade so richtig erschrocken. Ich dachte, ach, hier ist ja nichts. So! Sie sind in meinem Blut, deswegen Kopfen. Darum kopfen die sich mit dem Schlagen gegen den. Oh Gott. Warum schlagen die sich mit dem Kopf dagegen? Weil die. Die müssen ja irgendeinen Glauben haben oder so. Der Priester wird. Na, kommt hier diesmal nichts raus? Der Priester wird schon noch eine entscheidende Rolle spielen. Da sieht es aus, als würde er da weiterkommen. Nee. Ja, wo sollen wir denn hier hin? Wo sollen wir hin? Tür geht nicht auf. Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auf. Geil, will ich auch mal machen. So, zumachen. So, halla. Zumachen, nicht zumachen. Gut, wir lassen das alles auf. Na klar, ist doch überhaupt kein Durchzug hier. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Bitte lasst uns nicht bei den anderen komischen Typen rauskommen. Können wir da raufklettern? Frigger. So, da kommen wir hoch und jetzt müssen wir da hoch. Ich will nicht. Seidig, wer spricht da? Verdammt nochmal, was zum Teufel ist das mit dir? Die reden mit uns. Wie können die uns denn sehen? Nein! Alter, warum? Scheiße. Oh, wir können auch nicht rumgehen. Na? Er hat eine Zwangsjacke an, das gefällt mir. Wir kommen da auch nicht rüber. Finde ich schon mal gut, dass wir da nicht rüberkommen. So, N. Eine Notiz. Nekromantie, hat das was mit Nekrophil zu tun? Dieser verdammte Ort! Ganz ehrlich, dieser Scheißort! Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja, ich kann auch episch schließen.
Irgendwie hab ich das dumme Gefühl, dass wir hier nicht sein sollten. Wir sind nicht allein. Gefällt mir nicht so. Eine Wache, die tot ist. Ach, jetzt sind wir... Wo dieser andere Typ war, ich erinnere mich. Und da ist noch jemand. Wer schreit da? Ich würde auch liebend gerne durchs Schlüsselloch gucken. Aber da kommen wir gar nicht rein. Gott sei Dank! Schauer, duschen! Haben die auch mal dringend nötig. So, und wir gehen hier vorsichtig lang. Wir sind definitiv nicht allein. Hier stand vorhin noch jemand. Und da müssen wir, wie es aussieht, auch lang. Oh nein, und da stand noch die anderen Bindtypen. Nein. Nein. Ich will da nicht lang. Da, 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 da. Ich hab das dumme Gefühl, dass uns gleich etwas verfolgen wird. La 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 la. Nein! Der kommt doch niemals so schnell hier hoch. So, wir gehen Quatsch jetzt hier. Jetzt ist oberste Vorsicht geboten. Oh nein, ich habe gesagt, wir müssen hier lang. Ich hab's gesagt, es war so klar. Das Level-Design hat's mir verraten. So, Oh nein. Wo sind die Typen hin? Oh nein. Oh nein. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Mal ohne Scheiß, wir sollten ja echt nicht sein. Wir sollten hier wirklich überhaupt gar nicht sein. Wo sind die beiden anderen Typen hin? Okay, 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 hier ist hier, na, da ist eine Batterie. Achso. Nein. Gib her. Hallo. Hallo. Sag mal. Hallo, 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 hallo. Das Funkgerät können wir nicht mitnehmen, sah erst so aus. Rollstuhl fahren können wir auch nicht, schade. Okay. Langsam gehen wir den A-Block hinauf, ohne zu wissen, was uns erwarten wird. Wir können nur vermuten, was uns gleich zustoßen wird. Wir sind nicht allein. Überall Stimmen und ich bin mir sicher, egal, unabhängig davon, ob wir jetzt hier rauskommen oder nicht, wir werden hier garantiert nochmal lang gehen. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal lang, weil da die Blutspuren sind. War klar. Und so begeben wir uns weiterhin und folgen den Blutspuren. Warum, weiß ich nicht. Vermutlich bleibt uns nichts anderes übrig, als die Blutspuren zu folgen und den Priester zu glauben, obwohl wir ihnen sowieso nicht glauben. Trotzdem folgen wir seinen Worten und wir müssen erstmal gucken, wie wir das Infrarotlicht, es ist Nachtsicht. Mann, ich check's nicht, tut mir leid. Ich sag immer Infrarotlicht, tut mir leid. Ich weiß, es ist Nachtsicht. Okay, durch den Abfluss. Hab mir gerade nochmal durchgelesen. Nein, ich hab hier ein Loch. Loch ist Loch. Ach, scheiße.
Und die Notiz haben wir noch gefunden und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis gleich.